So, meine Freunde, willkommen zurück. Wir sind jetzt in Muspelheim angekommen, sind unterwegs zu dem Tor, unverkennbar, mit seinem Riesenransen und auch der Narbe vom Kratos, von seiner Axt. Und wir müssen jetzt den Hintergrund rausfinden von der Maske. Die Maske als Wegweiser, wahrscheinlich wie eine Art Kompass. Die Maske ist auf Atreas Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus, wenn er dem richtigen Weg folgt. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Das hätte ich gemacht. Mit diesen Armen? Ja, mit dir würde ich auf jeden Fall nicht tauschen, Alter. Mal sehen, was Loki und der glänzende Zahnstaub haben können. Und, ui. Krass. Dieses Schwert greift automatisch mit an. Ingriff. Geil. Das ist natürlich geil. Jo, mein. Thor, was geht bei dir? Da klopft einfach nur zu. Hat auf jeden Fall gar keinen Bock auf uns. Ich sehe nach. Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Ui, jetzt macht er mal mit. Ich muss sagen, den Atreus haben die echt gut hinbekommen. Die Attacken von dem, die Bocken. Da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Lass endlich deinen Bogen. Allein deine Schuld. Was ist denn mit der Mölnir oder wie das Ding hier ist? Benutze Pfeile. Ja, chill mal kurz hier. Schau nach oben. Weißt du, ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Das Blutgeld? Was meinst du? Dass wir den Allvater nicht machen, weil du ihn erwählst. Die Maske. Oh, wow. Ist das eine Art Amboss? Wenn hier nichts ist, gehen wir weiter. Na los. Was sagt denn jetzt die Maske? Okay, wir müssen darüber. Ich sehe mich schnell um. Das ist nicht der richtige Weg. Ja, das ist mir schon klar, aber okay, dann machen wir wahrscheinlich später nochmal da lang. Gut, die Maske zeigt darüber, ja. Hätte ja sein können, da gibt's noch eine Kiste. Wir müssen durch diese Felsen. Hey, kannst du... Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du kannst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamul, Rungir,
Sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, falls euch wundert, wechseln wir das Thema. Die ganzen also, Artefakte. Letztes Mal haben Vater und Bruno, ich alle später noch mal. Bring ich nochmal als Video. Du legst mich nicht rein. Cool, kannst du mich einfach nicht mit rüberziehen? Oh Mann, Kollege. Ach, Tor. Oh. Modi hatte ein paar Probleme, aber er war mein Sohn. Und der einzige Grund, dass du noch atmest, ist dieses zerbrochene Stück Holz. Hey, keiner von uns kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Ach Thor, wir waren wohl keine Freunde. Insgesamt nicht schlecht, aber nicht aggressiv. Du kannst gerne noch was drauflegen. Ich vertraue voll und ganz auf dich. Jetzt kommt aber der Wolf hier. Wer bist denn du eigentlich? Geht gleich los, Thor. Hey, Kleiner, wo führt die Maske uns hin? Ja, Mann, geht gleich los. Glaube ich nicht, dass die Maske uns hier hinführen wollte. Das kann nicht stimmen. Hier durch, oder? Hallo? Die Maske zieht, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Hä, was denn? Thor, was zum... Moment, Suturs Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Geschmolzene Niederungen. Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und du. Erst kümmern wir uns um die hier. Elva Hopper! Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Zeit. Ja, genau. Versuch es nur. Schon müde? Digga, das ist so gut mit dem. Das ist richtig cleanes Fighten mit dem. Heuchler! Hast du Angst?
Nicht im Geringsten. Boah. Oike. Noch ein Ogre? Bruder, wie viele? Na gut. Vielleicht ein bisschen lang. Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Dir Atraus! Komm, Wolf, durch. Euke. War's das schon? Der Allvater hat hunderte Winter gewartet. Das macht ein bisschen länger aus. Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Falken. Jawohl. Gut, Falken herbei, die den Gegner stören und einen Sturzflug ausführen. Ah, so, okay. Gegen. Ich fand den randalierenden Steinbock sowieso scheiße. Was kann der jetzt? Ja. Das ist bestimmt ein bisschen nützlicher. So, haben wir jetzt ja noch irgendwas zum Einsammeln? Nope. Digga. Das sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Na los, ich will eine Herausforderung. Jetzt zu diesem Schrein. Na sag mal, will der mich hier komplett verarschen oder was? Muss ich jetzt auf den warten? Ah, ja moin. Ja, hey, moin. Ingrid. Traust du den Asen? Ich weiß, ich kann ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber das wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihnen traue. Ja. Mein Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein. Hä, was? Wohin? Warum ist die Kiste überhaupt schon geplündert, hä? Wir müssen ganz runter. Oh. Das ist der Schrein. Eike! Oh, könnt ihr nicht gegen Tor kämpfen oder so? Kommen die alle her! Alter, ihr nervt jedes Mal. Jetzt.
Aber das Schwert macht Damage gegen diese Kugeln, ne? Pfeile hält denn der Stein aus? Oh. Junge. Thor hat auf jeden Fall seinen Spaß da oben. Hacksilber 583. Ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Du bist wegen Suturs Murmel hier. Wirklich? Du suchst also nach weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank. Nein, als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein, also ja, aber nicht. Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen? Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, streite. Oh, hallo auch. Ein fühlendes Schwert. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, 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 sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Sind die... Ja. Sieht ganz so aus. Oh, tja, das ist... gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre, Liebe zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann... Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Gros Schrein gesehen. Tja, das war interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also schneller als normalerweise. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Hm. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist?
Man hört ihn doch schreien, Mensch. Atreus. Okay, wir müssen wieder da hoch. Okay, ja, hier unten hat man den Stein weggeschossen. Ja, ich sollte zu Tor zurück. Tor hat auf jeden Fall eine Menge zu tun, zu wieder rumschreien. Wo lang? Natürlich. Ich gebe es zu, es hat Spaß gemacht. Als ich fertig war, türmen sich bergeweite Leichen auf. Wisst ihr, du fightest die ganze Zeit rum? Und jetzt bringst du die ganzen Kollegen hier mit. Großartig. Willst du mich hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen mal nicht so brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Tor, du bist schon ein ganz schön mieses Stück Scheiße. Hey, warum dauert das so lang? Könntest ja mal zur Abwechslung helfen, Kollege. Ja, diese Falken, die sind echt hilfreich. Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Ich glaube, du hast recht. Frut würde begeistern. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Der sitzt da oben, Digga, und guckt zu. Du bist ein richtiger Schwanz. Die Pfeile, die sind so OP. Alter, lange Viereck, dann rastet das Schwert ja komplett aus. Ja, jetzt. Das hättest du jederzeit tun können. Du schienst mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt? Ich sehe nach. Wir müssen wohl durch dieses Tor. Tor? Beeindruckend. Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Hä, was? Was passiert jetzt? Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Nein! Junge! Ah, verdammt! Kleiner Tim, deine Hand in Lava zu stecken, fühlt sich nie besonders gut an. Ich hab nicht nachgedacht. Gut. Aber die Maske ist da gerade größer geworden. Na gut, verschwinden wir. Oh. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen, ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team, oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Habt ihr euch auch vertragen?
Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier und ich erzähle dir alles. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. So, da geht die Reise zurück in Atreus zu Hause, oder was? Ja, ein bisschen Hack mitnehmen. Können wir es veröffnen, okay. Beim Einsatz einer Runenbeschwörung werden alle Runenpfeile sofort aufgefüllt und für kurze Zeit verstärkt. Verbesserungen erhöhen die Dauer dieses Effekts. Naja. Gut, komm mit, Loki. Was? Komm mit, Loki. Ach so. Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Na gut, dann bis später. Was ist das? Wir können ja lauschen. Naja, es ist ein ziemlich gutes Schwert. Ich rege mich nicht auf. Ich bin besorgt. Du weißt, dass ich etwas anderes für sie will. Du willst nicht, dass sie ein Schwert hat? Es geht nicht darum, ein Schwert zu besitzen. Es geht darum, wofür sie es benutzt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, tue ich. Und das wünsche ich ihr auch nicht, verstanden? Mach dir keine Sorgen. Sie ist sehr klug. Klüger als ihr Vater. Naja. Wenn du recht hast, hast du recht. Komm her. Bäh. Mach's weg. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Ja, dann legen wir uns mal eine Runde hin. Schauen wir mal, was passiert.
Guten Morgen. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja? Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, wie sie uns sind das... Sie sind die Meuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Aber du, Freya. Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen. Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile?